Bis ein Produkt vom Produzent beim Endverbraucher ankommt, hat es einen langen Weg zurückgelegt. Dem Weg sagt man in der Logistiksprache Supply Chain. Dass die Wertschöpfungskette reibungslos funktioniert, gibt es Verbände wie der Schweizer Logistikverband GS1. Mit rund 5'000 Mitgliedsunternehmen sorgt GS1 Schweiz dafür, Waren- und Informationsflüsse zu optimieren und zu standardisieren. Die GS1 ist eine Organisation, welche die Mitglieder zusammenführt und mit ihnen zusammen Standardprozesse entwickelt, gestaltet, damit diese Wirtschaft, die Mitglieder, effizienter und effektiver arbeiten und geschäften können. Einer von den GS1 Standards in der Supply Chain ist der Serial Shipping Container Code. Der Code sichert die Rückverfolgbarkeit von logistischen Einheiten vom Hersteller bis in den Laden. GS1 Codes fördern eine gemeinsame Sprache in der Logistik. So werden die Wertschöpfungsnetzwerke effizient gestaltet. Die Logistikbranche kann damit auf stetig wachsende Anforderungen und Trends reagieren. Ich denke, das Outsourcing als Trend, das wir jetzt schon seit längerem kennen, wird sich weiterentwickeln. Wir sehen ja auch, dass viele Aktivitäten eines Unternehmens, die früher Bestandteil eigentlich des Unternehmens waren, heute outgesourced werden, immer mehr, also nicht nur die Logistik, sondern es geht viel weiter. Vielleicht spricht man nicht mehr von Supply Chains, sondern von Wertschöpfungsnetzwerke, weil diese Verteilung so groß wird. Das ist so ein Punkt. Die Idee ist ja, dass man sich so nahe wie möglich an einer Null-Emission-Supply Chain annähert. Das bedingt, dass man die gemeinsame Sprache sucht und spricht, dass man die Supply Chain untereinander besser plant und dass man in einem Wort mehr Kollaboration walten lässt. Mit der ganzheitlichen Vernetzung von allen Partnern von der Wertschöpfungskette leistet GS1 Schweiz einen wichtigen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist auch ein wichtiges Thema bei der Pack & Move. GS1 Schweiz ist der Kompetenzpartner von dieser Fachmesse. Wir wollen an der Pack & Move unser Commitment zur Logistik, unser Commitment zu Supply Chains demonstrieren, wollen dort unsere Möglichkeiten, unsere Angebote zeigen und freuen uns auch dieses Jahr auf eine erfolgreiche und hoffentlich viel besuchte Pack & Move.